Ich habe es geschafft. Dank eurer Hilfe. Ich habe die 500 Abonnenten erreicht. Das ist unglaublich. Und deshalb gibt es jetzt ein Special-Video. Was ist der schwierigste Baustil, den es in Minecraft gibt? Diese Frage habe ich mir schon ziemlich oft gestellt. Was ist eigentlich am schwierigsten? Ich spiele seit über 13.000 Stunden Minecraft. Davon habe ich weit über 11.000 Stunden nur gebaut. Ich habe mit hunderten Leuten zusammengebaut. Und eines ist mir aufgefallen. Es gibt eine Art von Gebäude, beziehungsweise einen Baustil, den kriegt so gut wie keiner hin. Ich wurde schon etliche Male gefragt, wie man denn genau den Stil jetzt baut. Und ich dachte mir, zu meinem 500 Abonnenten Special wäre ein passender Zeitpunkt, dass ich endlich mal drauf eingehe. Ich tue es mir wirklich an für euch. Und da ich mir jetzt richtig viel Mühe mache für dieses Video, hätte ich eine kleine Bitte an euch. Bitte stoppt das Video jetzt ab. Und schreibt einen Kommentar, was ihr vermutet, was jetzt kommt. Denn was jetzt kommt, auf das ist keiner gefasst. So, ich hoffe, ihr habt jetzt euren Kommentar geschrieben. Ich bin mir sicher, dass es keiner erraten hat, denn es wirkt ziemlich einfach, es wirkt ziemlich banal. Es ist jetzt kein Clickbait, keine Sorge. Es ist wirklich, ich bin der festen Überzeugung, dass das wirklich das Schwierigste ist, weil ich halt einfach gesehen habe, wie schwer sich die ganzen Leute damit tun. Und jetzt die große Frage. Was ist es denn jetzt nun? Ist es jetzt ein Legionslager zu bauen oder eine riesige Kathedrale zu bauen oder generell mittelalterlich zu bauen oder antik zu bauen? Das erfahrt ihr nach dem Intro. Eine gigantische Burg zu bauen. Ist ja schon mal nicht. Gleich für die Kathedrale und der ganze andere Mist. Es ist einen Weg zu bauen. Ja, einen Weg. Es hört sich unfassbar einfach an, aber ein schräger Weg ist wirklich das Schwierigste oder zumindest das, wo am meisten Leute scheitern. Das, wo ich gesehen habe, dass die meisten Leute dran scheitern, ist es, einen schrägen Weg zu bauen. Beziehungsweise einen Weg, der willkürlich durch die Gegend verläuft. Mit Höhenunterschied. Das ist wirklich die Oberliga. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht enttäuscht, weil ihr irgendwie was erwartet habt, wie ein Schlachtfeld zu bauen oder generell Berge zu bauen. Das sind alles Gebiete, da kann man sich immer weiter spezialisieren. Da kann man wirklich immer besser werden, man kann immer besseres Terraforming machen, man kann immer schönere Kirchen bauen, man kann so realistisch wie möglich bauen, man kann riesige Burgen bauen. Das ist alles gut und schön. Aber jetzt kommt das große Problem. Und ich kann es mir nicht erklären, weil für mich ist das selbstverständlich. Am Anfang habe ich nur gerade Straßen gebaut und dann habe ich relativ schnell gemerkt, ich muss in dem Bereich mehr machen. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der so viel Wege gebaut hat wie ich. Ich habe weitaus mehr als über 100.000 Blöcke Wege gebaut. Wirklich über Gebirge. Die chinesische Mauer, das ist eigentlich auch nur ein Weg. Die Wege, die kommen überall zum Einsatz. Eine Burgmauer ist eigentlich nichts anderes als ein Weg. Wenn sie ja wirklich willkürlich gebaut ist, dann ist das einfach nur ein Weg, der unten ein ziemlich dickes Fundament hat, kann man so sagen. Hier ein paar Beispiele. Das hier ist die Burgmauer von Masada. Das ist nichts anderes als ein Weg. Zuerst war der Weg da, den habe ich einfach nach unten gesteckt. Und das war's. Also ihr braucht da, wenn ihr den Weg habt, wenn ihr die Kurven habt, dann habt ihr die Mauer auch. Dann macht ihr noch ein bisschen Steingemisch rein, dann macht ihr noch ein paar Zinnen drauf. Oder hier, wie ich vorhin schon gesagt habe, die chinesische Mauer. Es ist nichts anderes als ein Weg. Der Weg ist zwar über 15.000 Blöcke lang und super breit, der ist 9 Blöcke breit und auch relativ hoch und mit den Höhenunterschieden und da habe ich es mir noch zusätzlich schwierig gemacht, weil in der Mitte sind noch zwei Streifen drin. Das heißt, das sind jetzt eigentlich fünf Wege und außenrum noch ein paar Zinnen. Das sieht leider einfacher aus, als es wirklich zu bauen ist. Das ist echt super nervig. Ich schaffe es nicht, dass ich das auf Anhieb baue. Ihr seht es eh in der Timelapse, wie ich das kleine Wegstück gebaut habe. Ich muss mich immer korrigieren. Vielleicht merkt man es nicht so, ich habe mir aber auch wirklich Mühe gegeben, aber in der Regel baue ich und dann korrigiere ich es nochmal und dann korrigiere ich es nochmal. Wir waren bei dem Beispiel. Also, die chinesische Mauer, Masada. Dann nehmen wir zum Beispiel das Legionslager, was ich gebaut habe. Da ist genauso der Weg dabei.
Oder jetzt einfach einen Weg über einen Pass drüber zum Beispiel. Das ist ja so eine Passstraße, das ist ja auch nichts anderes. Das ist wirklich super nervig, sowas zu bauen mit richtig viel Höhenunterschied. Auf dem Weg hier läuft man über ein Gebirge drüber, da läuft man über 500 Blöcke. Weil es immer rauf und runter geht, läuft man über 500 Höhenblöcke. Ich wollte jetzt Höhenmeter sagen, aber wir sind ja nicht beim Bergsteigen. Deshalb Höhenblöcke. Oder auch bei der griechischen Insel, das hier ist Santorin. Und sogar da habe ich einen Weg verwendet, weil er halt einfach, da kommt man nicht drum herum. Wenn man von Hafen auf den Berg rauf will, dann braucht man einen Weg und da kann man nicht einfach eine Treppe hinmachen. Das geht natürlich auch, aber es sieht nicht gut aus. Das funktioniert nur ganz, ganz selten, dass das wirklich gut aussieht. Zum Beispiel wie hier in Athen, da habe ich das mit einer Treppe gemacht, aber ein Weg sieht halt mal immer besser aus. Bei Athen ist der Berg nicht wirklich hoch. Aber in Santorin zum Beispiel, da ist der Berg höher. Bei einer Burg ist der Weg auch, also da gilt es auch, mehr Höhenblöcke zu überwinden. Und auch wenn es keine Blöcke zu überwinden geht, was die Höhe geht, also wenn man eine relativ gerade Fläche hat, was hier meistens eh nicht der Fall ist, wenn man wirklich was Schönes baut, auch wenn es eine komplett gerade Fläche ist, dann ist es besonders schwierig, weil wenn man dann zu große Kurven macht, dann sieht es halt komisch aus. Wenn alles gerade ist, wieso soll man eine Kurve machen? Das macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Aber ein komplett gerader Weg sieht halt auch blöd aus. Das heißt, wenn ihr irgendwie eine Landschaft habt, vielleicht baut ihr selber minimal so ein, zwei, drei Blöcke hohe Hügelchen und dann nützt ihr so das Gelände aus, nützt ihr die Geografie aus, indem halt einfach um die Hügel herum baut. Dann sieht das so gut aus. Aber wenn wirklich eine Fläche komplett gerade ist, dann wäre zu überlegen, ob ihr vielleicht nicht einen geraden Weg macht. Außer ihr könnt das wirklich gut und macht ganz, ganz leichte Kurven. Dann ist es natürlich möglich. Aber ansonsten sieht es halt komisch aus. So wie hier zum Beispiel. Ich glaube, die Leute aus meinem Serverteam, die hassen mich ein bisschen, weil ich jetzt ihre Bauwerke da als Negativbeispiel in meinem Video zeige. Aber mit dem muss man halt klarkommen. Ich will halt zeigen, wie man es besser machen kann. Ich will jetzt irgendwie nichts runter machen oder sagen, dass alles Mist ist, was nicht genauso ausschaut, wie ich es gern hätte. Aber das ist meiner Meinung nach nicht nur das Schwierigste, sondern auch eines der wichtigsten Sachen. So ein willkürlicher Weg ist nicht nur wichtig für eine Burgmauer oder jetzt die Straßen, sondern generell für die ganze Stadt. Dann überlegt mal, wenn jetzt jemand eine Stadt baut, die aussieht wie so ein normales Citybild, wo alles komplett gerade ist, dann sieht jedes Gebäude ziemlich cool aus. Im besten Fall natürlich, weil es ist ja auch wesentlich einfacher, auf einem geraden Gebäude eine schöne Fassade dran zu machen, als das bei einem schrägen Gebäude der Fall ist. Da ist vieles gar nicht möglich und da muss man schon echt aufpassen, dass man das nicht komplett verhaut. Da braucht man einen ganz eigenen Stil. Und bei meinem größten Projekt, was ich jemals gemacht habe, da habe ich über 625 Stunden gebaut. Dann habe ich erst das Video gemacht und ich baue immer noch dran. Da habe ich auch die Wege verwendet. Da habe ich nicht nur die Stadtmauer gemacht und den Weg rauf. Da habe ich gleich alles verwendet, was nur geht. Ich habe die ganze Stadt an den Wegen angepasst. Ist ja auch logisch. Was ist denn als erster da? Meistens die Straßen. Wenn man es halt wirklich plant, macht man halt zuerst die Straßen. Würde ich halt sagen. Ihr könnt mir da gerne widersprechen. Wenn ihr da komplett anderer Meinung seid, dann seid ihr keine Hater. Das ist dann einfach eure Meinung. Ich hoffe, ihr könnt das respektieren. Das ist meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach das ist, wo die meisten Probleme haben. Jetzt zurück zur Massade. Ich habe zuerst die Straßen gebaut und dann habe ich die ganze Stadt anhand der Straßen angepasst. Das heißt, der Weg war schräg und dann habe ich da die Gebäude dran gemacht, so wie es halt in Wirklichkeit auch ist. Das sind auch die Straßen und da passen sich dann die Gebäude an. Vielleicht waren zuerst ein paar Gebäude da und dann kamen die Straßen, aber spätestens, wenn die ersten Gebäude dann baufällig werden, also ich rede jetzt von Real Life, dann kommt da Gebäude ran, die zur Straße passen. Also man reißt ja nicht ein Stück der Straße weg, dass man da sein Gebäude genauso hinbauen kann, wie man gerne hätte. Nein, die Straßen geben vor, wie sich dann die Stadt entwickelt. Oder halt auch die Stadtmauern. In den meisten europäischen Städten gibt es zum Beispiel eine Ringstraße. Das ist nichts anderes als eine Burgmauer. Also so im 16. Jahrhundert bis zum 19. Jahrhundert, da gab es riesige Burgmauern. Und wie dann die Kanonen bzw. die Artillerie immer stärker wurde, sind die dann halt irgendwann mal nutzlos geworden. Und die Städte sind immer größer und größer und größer geworden. Zuerst wollten halt alle in der Innenstadt sein, also innerhalb der Burgmauer. Und irgendwann gab es dann so viele Menschen, die in den Städten wohnen wollten, dass die außerhalb auch gelebt haben. Dann haben die halt einfach, nachdem wahrscheinlich eh ein Verkehrschaos da war, haben die dann einfach die Burgmauern weggerissen, die eh unnütz waren. Und dann hatten die dann eine Straße. Und anhand von den Straßen sind in den nächsten paar hundert Jahre auch die Städte gewachsen. Das heißt,
die haben sich dann halt so entwickelt. In den meisten Städten sieht man es eh noch. Also in Graz sieht man es, in Wien sieht man es. Ich komme da aus Österreich. Ich kenne da jetzt nicht so viele deutsche Städte, aber ihr werdet das ja sicher bemerken. Also ich bin jetzt ein bisschen abgekommen vom Thema. Zuerst Straßen bauen, dann die Gebäude. Und wenn man eine Straße baut und man will die schräg machen und man will auch schräge Gebäude machen, dann nur zu. Das ist wirklich, ich finde es genial und ich werde es immer häufiger verwenden, weil es einfach viel besser aussieht, als wenn man es umgekehrt macht. Weil wenn man jedes Gebäude so macht, wie es am besten aussieht, wie will man dann eine Straße machen? Da kann man vielleicht einen Platz machen und ja, einfach alles mit Cobblestone zu machen und da kann man dann rumlaufen. Habe ich auch teilweise schon gemacht, aber besser sieht es wirklich aus, wenn man zuerst die Straße hat. Jetzt noch ein paar Negativbeispiele, also wie ihr es nicht machen solltet. Ihr könnt es natürlich so machen. Ihr solltet zum Beispiel bei Kurven, solltet ihr es wie gesagt so machen oder so. Oder so, aber nicht so, wie man es hier sieht. Auch in der Mauer nicht. Das sieht immer blöd aus. Und das gleiche gilt für den Höhenunterschied. Es ist im Prinzip nichts anderes, als das Ganze auf die Vertikale zu übertragen. Das hört sich jetzt vielleicht einfach an, aber es ist ganz und gar nicht einfach. Also wenn ihr das auf Anhieb hinkriegt, dann habt ihr echt ein Talent dafür. Und dann könnt ihr wirklich, dann ist alles andere kein Problem. Wenn ihr das hinkriegt, dann ist eine Kathedrale auch kein Problem, wenn ihr euch damit befasst. Und jetzt kommt noch ein dritter Fakt. Wenn ihr eine Kurve baut mit Höhenunterschied, dann müsst ihr die Stufen oder solltet ihr die Stufen auch schräg anordnen. Das habe ich nämlich auch oft gesehen, dass die Stufen einfach komplett gerade angeordnet werden oder auch die Treppen komplett gerade angeordnet werden. Das sieht fürchterlich aus. Also wenn man ein Auge dafür hat, und ich würde jetzt mal behaupten, dass ich eins dafür habe, dann ist das wirklich ein Grauen, wenn man sowas sieht. Und das sieht man leider viel zu oft. Also ihr könnt da einfach eine Schräge einbauen und so eine Art wie eine Wendeltreppe. Wenn man eine Wendeltreppe macht, dann macht man ja auch alle Stufen von der Mitte aus ausgehen und dann in so einer Kreisbewegung. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen, was ich damit sagen will. Und genauso ist es halt, wenn man eine Kurve macht. Da muss man halt echt aufpassen, dass man da nicht aus Versehen zu gerade dann ist. Wenn die Straße schräg ist, kann die Stufe nicht gerade sein. Also, ich fasse es nochmal zusammen. Das Wichtigste, Kurven machen. Sowohl in der horizontalen, als auch auf der vertikalen. Immer Kurven machen. Außer, wenn die Grundfläche komplett eben ist, dann muss man echt überlegen, sieht das gut aus. Wenn nicht, dann lässt man es am besten weg. Aber, wie gesagt, am besten keine ebene Grundfläche verwenden. Immer einen Höhenunterschied reinmachen. Und dann noch darauf achten, dass beim Höhenunterschied die Treppen und die Stufen nicht gerade sind, sondern der Straße angepasst werden. So, und jetzt geht's ins Eingemachte. Wie baut man denn jetzt die Kurve? Nun, das ist alles andere als leicht zu erklären. Ich probiere es mal. Ihr beginnt bei einer Seite und da messt ihr dann den Kurvenverlauf aus. Also, ich nehme immer Randsteine, weil ich finde, das sieht einfach besser aus. Mit denen beginne ich dann. Dann probiere ich in entweder 3 oder 5 Blöcke Abstand oder 7 Blöcke, ich nehme immer eine ungerade Zahl, probiere ich eine zweite Linie parallel dazu zu ziehen. Aber da werdet ihr merken, wenn die Straße 5 Blöcke breit ist, dann habt ihr in den Kurven ein ziemliches Problem, weil da könnt ihr nicht 5 Blöcke diagonal nehmen, dann ist die Straße um die Hälfte dicker. Das heißt, damit das nicht wie so ein Wurm aussieht, wenn man dicker, mal dünner ist, müsst ihr da ein bisschen tricksen. Das heißt, in erster Linie heißt das Tricksen schätzen. Ich suche mir grundsätzlich 2 gerade Stücke raus oder zumindest ein gerades Stück und mache dann die zweite Linie, die ich danach ziehe, parallel dazu, mache ich stückweise parallel zu geraden Strecken. Das heißt, wenn ihr eine Passage habt, wo es 10 Blöcke geradeaus geht, dann ist das perfekt. Da könnt ihr einfach, oder auch wenn es nur 5 Blöcke ist, dann könnt ihr einfach parallel dazu mit 5 Blöcke oder 3 Blöcke, je nachdem wie dick die Straße halt ist, auch eine Linie ziehen. Und die Kurven macht ihr dann erst zum Schluss. Das heißt, zuerst mal stückweise alle geraden Stücke parallel zueinander machen und dann erst nachziehen. Und da merkt ihr es dann, ihr müsst dann öfters hochfliegen und schauen, ist die Straße überhaupt gleich dick? Und wenn ja, dann könnt ihr dann anfangen, den Cobblestone zum Beispiel, so wie ich das jetzt hier habe, den Cobblestone einfach reinmachen. Ich weiß nicht, ob ihr schon bemerkt habt, aber ich versetze das auch immer, damit der Übergang gut ist. Wenn die Straße jetzt sich um einen Block nach rechts versetzt, dann mache ich zum Beispiel das rechte Teil, also die erste Linie, da ist 5 Blöcke gerade,
Und auf der zweiten Linie, die ist dann 6 Blöcke gerade, damit da ein bisschen ein Übergang ist, weil sonst sieht es auch zu abgeschnitten aus. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Und so sollte es halt nicht aussehen, weil die Abstände, die wir nehmen, unterschiedlich. Das heißt, ihr müsst ja immer hochfliegen und dann ein bisschen schätzen, ein bisschen objektiv sehen, wo hapert es und ob das einheitlich ist. Weil eine einheitliche Straße ist es um und auf. Bei mir sind die, wie gesagt, tausende Blöcke geradeaus, oder Quatsch, natürlich nicht geradeaus, aber tausende Blöcke am Stück ist das komplett einheitlich. Die ersten 100 Blöcke sehen gleich aus wie die letzten 100, vom Stil her. Und das ist jetzt wichtiger, als irgendwelche Details rein zu spammen. Und ich kann es verstehen, dass Leute, die sich jetzt eher so beriesen lassen, mit so einem extrem spezifischen Tutorial, wie man halt einen Weg mit vertikalen Kurven baut, dass die damit halt recht wenig anfangen können. Ich hoffe, es ist trotzdem interessant genug, dass ihr euch das bis jetzt angeschaut habt. Auch wenn es euch vielleicht nicht so gefällt, und ich kann euch nur immer wieder bitten, dass ihr mir Kommentare schreibt mit Vorschlägen, was ich machen soll. Ich habe mir vorgenommen, in nächster Zeit mal zu testen, ob ich mehr Videos machen kann, ob ich regelmäßiger Videos machen kann. Weil ihr werdet euch denken können, ich kann nicht jede Woche ein Video machen, wo ich 1000 Stunden Arbeit reinstecke. Das liegt daran, dass eine Woche keine 1000 Stunden hat und ich halt noch andere Sachen machen muss, außer Timelapse-Videos machen. Das heißt, wenn ich wirklich regelmäßig Videos machen will, und das würde ich gern, da ich ja auch mit meinem Kanal wachsen will, müsste ich halt einen Kompromiss finden. Und das wären halt Tutorials wie diese. Ich probiere mal jetzt vielleicht einen Monat, dass ich alle 2 Tage oder was ein Video hochlade. Kommt drauf an, wie schnell ich bin. Ich habe hier gestern ein Tutorial hochgeladen, wie man einen römischen Wachturm baut. Da habe ich mal mitgestoppt, wie lange ich für was brauche. Und das hat mich dann ziemlich überrascht. Ich habe mal über eine Stunde nur überlegt, was ich überhaupt machen soll für ein Tutorial. Dann habe ich eine knappe Stunde gebaut, habe allerdings aber davor über 2 Stunden lang die Gegend aufbereitet, weil ich wollte das hier in die Wüste reinsetzen und da halt die Leute, mit denen ich halt zusammenbaue, die mich da ein bisschen unterstützt haben, leider einen Haufen Fehler gemacht haben. Zum Beispiel die Fehler, die ich halt heute erwähnt habe, ihr habt es ja vielleicht gesehen, der Limes, also der Grenzwald da, der ist auch so wie der Weg, was ich euch heute gezeigt habe, aufgebaut. Und da waren halt saumäßig viele Fehler drin und das musste ich halt korrigieren. Das heißt, da kann man nochmal eine Stunde drauf rechnen. Das heißt, jetzt sind wir schon bei 3 Stunden. Dann 45 Minuten habe ich Video geschnitten. 40 Minuten habe ich eine SEO-Analyse gemacht. Das heißt, ich habe das Video optimiert, damit es halt viele Leute auch sehen kann. Dann habe ich 15 Minuten habe ich dann das Replay aufgenommen. Das war allerdings viel zu kurz, weil es gab FPS-Drops. Dann habe ich über 100 Minuten nur die Grafiken aufbereitet, ihr wisst schon, mit den Pfeilen und so, das war super nervig. Und 35 Minuten habe ich mein Thumbnail bearbeitet, wobei das auch nicht ganz stimmt, weil ich habe heute noch über eine Stunde ein neues Thumbnail gemacht, weil ich bin mit dem nicht zufrieden, so wie es gestern ausgesehen hat, deshalb habe ich es optimiert. Dann habe ich noch 70 Minuten das Video eingesprochen, ich habe mich nämlich öfters verplappert und die ganze Nacht hat es gerendert. Und dann habe ich es noch hochgeladen. Insgesamt habe ich über 9 Stunden für das gestern gebraucht und heute auch nochmal eine gewisse Zeit. Ich kann nicht jeden Tag 10 Stunden reinstecken. Das heißt, ich muss das irgendwie ein bisschen optimieren, sodass es überhaupt möglich ist, dass ich häufige Videos machen kann. So jeden zweiten Tag wäre eigentlich ganz cool. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob ihr das überhaupt wollt, weil ich bin so dankbar, dass ihr mich dorthin gebracht habt, wo ich jetzt bin, dass ich viele Leute erreichen kann, dass ich teilweise tausende Aufrufe auf dem Video habe. Ich will mein Content so anpassen, wie ihr den gerne hättet. Also, ich freue mich auf euer Feedback. Vielen Dank nochmal für die 500 Abonnenten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Chris.